In 15 Stunden für 20 Euro mit dem Nachtzug nach Stockholm? Das geht, wenn ihr Pech habt, so wie ich. Aber fangen wir von vorne an. Zuallererst müssen wir von Berlin nach Hamburg. Das geht mit der Deutschen Bahn zum Beispiel ab 20 Euro. Da steht er einfach schon. Mein Nachtzug, der mich nach Stockholm bringt. Er startet gegen 8:45 und ist ein eher älteres Modell. Ich war super nervös, weil ich noch nie Nachtzug gefahren bin und habe mir deswegen ein Bett im Frauenabteil gebucht. Es sind jeweils 6 Betten in einem Abteil. Ich hatte das mittlere und der Zug kriegt ihr ein Kissen, eine Decke und Bettbezüge. Nachdem ich alles fertig bezogen und mich wieder ein bisschen beruhigt hatte, waren wir auch schon losgefahren. Der Zug schaukelte super gemütlich hin und her. Und ich bin dann als erstes Richtung Waschräume gegangen, die genau wie die Toiletten super sauber sind, und habe mir die Zähne geputzt, mein Gesicht gewaschen und mich bettfertig gemacht, als wäre ich zu Hause. Und bin sofort eingeschlafen. Und um 6 Uhr morgens von einer Durchsage wieder aufgewacht. Ich habe eigentlich nur verstanden, dass der Zug irgendein Problem hat und gemerkt, dass wir super langsam fahren. Und vielleicht ahnt ihr es schon, der Zug hatte eine Panne und wir mussten in Lund aussteigen. Den Anschlusszug nach Stockholm konnte ich kostenlos nutzen. Meine Fahrkarte wurde automatisch erstattet. Aber jetzt mal im Ernst. Tickets gibt's ab 70 Euro. Und damit